Wenn Tiger kommen, sollten wir weglaufen. Hat uns die Evolution gelehrt. Ein paar Millionen Jahre haben wir mit diesen Ratschlägen super überlebt. Aber heute ist das mit der Wahrnehmung, den Reflexen und so vielleicht ein bisschen anders als die letzten paar Millionen Jahre. Und Wahrnehmung ist manchmal ganz komisch. Die Wirklichkeit scheint einfach, die Wahrnehmung macht es irgendwie ganz, ganz anders. Ich bin Gernot und möchte mit euch über Effekte sprechen, die aus der Wahrnehmung, aus dem Gehirn heute ein bisschen in die Softwareentwicklung einspielen und vielleicht uns das Leben manchmal ein bisschen schwerer machen, als das unbedingt nötig ist. Ich bin InnoQ Fellow, schreibe gern Bücher und mache schon seit Urzeiten Softwarearchitektur. Lass uns mal mit kleinen Beispielen für solche irrationalen Entscheidungen anfangen. Dass wir überhaupt eine Klimakrise haben, liegt doch daran, dass wir irrational entscheiden, dass wir wieder gegen Fakten in so eine Klimakrise überhaupt reingelaufen sind. Ja, ich weiß, wirtschaftliche Fakten, wirtschaftliche Notwendigkeiten sind nicht immer irrational, aber wenn wir ein bisschen global denken, wäre das vielleicht besser. Noch mehr aufregen muss ich mich ja fast über Homöopathie, also diese Pseudomedizin, die gar keine Medizin ist. Alle Studien, nein, sehr viele Studien, sehr seriöse, doppelblind, randomisiert zeigen null Wirksamkeit. Trotzdem ist es aus den Köpfen irrational denkender Menschen nicht rauszukriegen. Fahren ohne Tempolimit ist, naja, manche Leute haben sich halt in Geschwindigkeit verliebt, wollen das auch nicht aufgeben, ist total irrational, weil es ist sicherer mit Tempolimit. Es ist besser fürs Klima ohne Tempolimit. Es ist aus vielerlei Dimensionen einfach nur besser. Trotzdem verweigern wir uns dieser Entscheidung. Unsere amerikanischen Freunde oder manchmal nicht so sehr Freunde verkaufen einfach Schusswaffen ohne irgendwelche Kontrollen und beklagen Tausende von Toten, mehr als der Durchschnitt des Restes der Welt. Irrationale Entscheidung irgendwie. Ja. Weitere super Beispiele für solche irrationalen Entscheidungen habe ich bei Gunter Dück gefunden, dem ehemaligen Chief Scientist von IBM, Mathematikprofessor, super schlauer, sehr smarter Mensch, der tolle Vorträge macht und sehr schicke Beispiele für solche irrationalen Entscheidungen gesammelt hat. Ist ein bisschen frustrierend, sich das anzugucken, aber leider kann er dir auch alle belegen, die er da zeigt. Ganz spannend. So, wir gehen jetzt mal zur Wahrnehmung über, ne, die uns dann nämlich zu solchen irrationalen Entscheidungen führt. Ich habe dazu eine kleine Aufgabe mitgebracht, die sich Ende der 90er Herr Simons in USA ausgedacht hat, ein Psychologie-Doktor, Professor, Kenner der Materie, mit Kollegen zusammen. Er wollte über die Wahrnehmung von Menschen forschen. Und da zeige ich euch einen Ausschnitt aus einem kleinen Video, das er produziert hat. Also alle Rechte sind bei ihm. Den YouTube-Link, den findet ihr da. Und eure Aufgabe ist es, in dieser kurzen Filmsequenz die weißen, hell gekleideten Spielerinnen und Spieler in diesem verkappten Basketballspiel zu beobachten und die Ballberührungen zu zählen. Also Ballberührung heißt, eine Person übergibt den Ball, wirft ihn, stößt ihn zu einer anderen Person, entweder direkt oder über den Boden. Und eure Aufgabe ist es, diese Berührungen ganz genau zu zählen. Ich lasse euch das jetzt einfach mal gucken und dann sehen wir weiter. Möglicherweise kanntet ihr dieses Spielchen, diese Aufgabe schon, weil das ja schon was älter ist. Aber das Experiment ist an sehr vielen Stellen der Welt mit vielen verschiedenen Probanden, Probandinnengruppen aus unterschiedlichen Herkünften, Bildungsgraden, Altersstufen, Stressleveln und so weiter wiederholt worden.
etwa 40%, etwas mehr als 40% aller Beteiligten haben den Gorilla übersehen. Mir wurde über diese Studie, über dieses Experiment schon vor sehr, sehr langer Zeit mal ein bisschen was erzählt. Also ich bin parteiisch, ne? Ich kannte das Experiment meiner Frau, eine gebildete, schlaue, sehr aufmerksame, ist bei einem Erste-Hilfe-Kurs diesem Ding begegnet und kam völlig konsterniert wieder und sagt, ich habe den einfach übersehen. Meine Frau ist jetzt nicht statistisch relevant, aber für mich ist das wohl sehr relevant. Ja, gemerkt, dass tatsächlich dieser Gorilla übersehen wird. Nicht nur, also falls ihr den übersehen habt, willkommen im Club, so ungefähr die Hälfte der Leute übersieht es auch. Und das ist ein ganz krasses Beispiel der sogenannten selektiven Wahrnehmung. Also wir nehmen tatsächlich nur einen relativ kleinen Teil aller Dinge wahr, die um uns herum passieren, weil unser Gehirn beschränkte Verarbeitungskapazitäten besitzt, unsere Sensorik, ja, die Optik, Augenoptik, die Ohren, die Nase, der Mund, die Haptik, die Nervenzellen, ja, überall auf der Haut verteilt, sehr, sehr, sehr viel Input produzieren, den unser Bewusstsein, also das wirklich tatsächlich aktive Denken, das Nachdenken, in diesem hohen Durchsatz nicht prozessieren könnte. Darum hat das Gehirn im Laufe der Evolution Mechanismen entwickelt, um uns vor diesem Overflow an Daten zu schützen, was früher eine gute Idee war, ja, was uns das Überleben gesichert hat, was uns heute halt ein bisschen beschränkt. Also der Gorilla nur als Beispiel ist natürlich ziemlich wurscht, wenn wir Gorillas nicht entdecken. Leider passiert es immer wieder in Verkehrssituationen, im Autoverkehr, dass wir in Zentraleuropa mit Rechtsverkehr beim Linksabbiegen entgegenkommende Motorradfahrer oder Fahrradfahrer, also beim Autofahren, ja, dass wir die einfach übersehen und, wie sagt man das so lax, umnieten. Na, mit eben zum Teil letalen, tödlichen Folgen. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Und häufig beteuern die Verursacher, die Schuldigen solcher Unfälle, ich habe das einfach nicht gesehen. Na, ich habe nicht telefoniert, ich habe keine Pommes gegessen beim Autofahren, ich habe es einfach nicht gesehen. Na, das ist selektive Wahrnehmung. Na, wir übersehen Dinge, die da sind. Unsere Augen haben dieses Objekt, diesen Gorilla oder dieses Motorrad oder Fahrrad, sehr bewusst gesehen, haben es gesehen, haben die Informationen auch brav über den Sehnerv ans Hirn weitergeleitet und das hat es irgendwie weggefiltert. Beim Gorilla ist es nicht so schlimm, im Straßenverkehr ist es manchmal fatal. Ja, das ist wirklich eine schlimme Eigenschaft unseres Hirns, uns da einfach was vorzuenthalten. Naja, sagt ihr, ja, ich übersehe nichts. Ja, ah. Andere Leute haben andere Arten von Studien gemacht mit den Ohren, ja, mit dem Hörvermögen. Und in so einer diffusen Unterhaltung auf einer Party, ja, da gibt es so ein paar Schlüsselakustikreize, die ihr immer wahrnehmen werdet, nämlich das ist euer Name. Also wenn man euch beim Namen ruft, also wenn irgendjemand bei ihrem oder seinem Namen ruft, dann reagieren Menschen darauf. Deutlich besser, also signifikant besser, als wenn man irgendein Wort ruft. Also Name ist ein wichtiges Schlüsselwort. Der ist bei uns sozusagen im Hirn verankert. Ja, wenn der Name fällt, fallen auch diese Wegfilterbranche, Wegfilterschranken und der Name kommt zu uns. Nicht immer. Wirklich nicht immer. Psychologen oder Psychologin, weiß ich nicht, haben Experimente gemacht und haben mit Kopfhörern gearbeitet. Das ist natürlich auch ein bisschen fies. Ne? Haben auf einem Ohr eine Unterhaltung eingespielt und von Probandinnen, Probanden gefordert, du sollst dieser Unterhaltung lauschen, sollst danach bestimmte Fragen beantworten können zu dieser Unterhaltung und haben auf dem anderen Ohr parallel eingemischt in diese Unterhaltung Schlüsselworte eingespielt. Ja, sowas wie Glasscherben klirren, also Gläser umfallen, wo wir auch drauf hören, also irgendwelche Katastrophenlaute, haben aber auch den Namen eingespielt, also ein ansonsten ganz wichtiges Schlüsselwort, auf das unser Hirn fast immer reagiert, außer
Wir sind über so eine Unterhaltung abgelenkt. Dann funktioniert selbst dieses so wichtige Schlüsselwort mit dem Namen nicht mehr. Auch dazu, ne, packe ich einen Link in die Shownotes, oder ihr seht es ja, habe ich aus einem coolen Buch, Das Gehirn. Das habe ich mir also nicht ausgedacht, sondern das ist so. Wenn ihr jetzt sagt, nee, also das ist ja alles Quatsch, das passiert mir ja definitiv nicht. Ja, lasst mich euch doch mal noch ein Beispiel zeigen für so Wahrnehmungsbeschränkung, nämlich Zauberer, also Illusionisten, also nicht diese Harry Potter Zauberer, sondern Illusionisten, die es schaffen, na, krass abzulenken und mit Leuten Dinge zu machen, Leuten Dinge zu suggerieren, die eigentlich nicht sein können. Dauert nur 2 Minuten und ja, bin mal gespannt, wie ihr das denn so findet. Michael, take the cards. Okay. You can also take a step forward, just so the camera can see you better. Right. Look through the cards, pull one out. Don't laugh. No laughing. I won't look. Got it? Okay. All right. I got one. Okay. I'm going to turn around again. When I do, the card is going to go back in the deck. Okay. Card in the deck. Okay? Would you like to turn around? I don't want to see. Okay. Got it? All right. Now, I'm going to make the card jump to the top of the deck. Okay. But to make it hard, put one hand flat, the other hand flat. Right. So you would feel it, you'd see it, you'd feel it. Okay? No laughing. You're going to feel it go up around your chest, back down to the arm. It's going to happen just like that on the count of three. Ready? Okay. 1, 2, 3. Open up, look. Look at the top card. Do we get it? Yeah, that's it. Did you notice anything weird? Oh. Yeah, I got your tie. And also, here's your glasses. Take your glasses. Oh, man. Yeah. And also your wallet. I got it. Here, let me just put it in your pocket for you. I got it there. And last thing, there's your watch. Oh, man. Yep. And your tie. Sorry about that. I'm being a jerk at this point. All right, it was good to meet you. I'll take my cards back from you. Yeah, you can have these. Yeah, back. And here's your wallet one more time. Man. I'm sorry. All right, see you guys. Send me the video. Falls ihr jetzt immer noch der Meinung seid, das könnte mir ja niemals passieren, also der Meinung könnt ihr natürlich sein und vielleicht passiert es euch auch ja niemals, aber ich rede ja nicht über dich, Zuhörerin oder Zuhörer, persönlich, sondern ich rede mal über so statistischen Durchschnitt von Menschen oder über viele Menschen. Na, es gibt bestimmt welche, denen sowas nicht passiert, aber diese ganzen psychologischen Experimente, die mit statistischer Relevanz arbeiten, die prüfen ja nicht nur bei einer Person. Und Zauberei, Illusionisten, funktioniert auch nicht nur bei einzelnen Zuschauern, sondern bei echt vielen. Googelt mal oder YouTubet mal so ein bisschen nach Illusionisten, ja, Zauberer, da gibt es ganz viele. Wirklich, ich bin total fasziniert davon. Ja, und ich behaupte nicht mehr, das kann mir nicht passieren, ja, nachdem ich ein bisschen damit beschäftigt habe. Es kann euch auch passieren. So, da landen wir dann relativ schnell bei den sogenannten Cognitive Biases, also bei der kognitiven Verzerrung, bei der Wahrnehmungsverzerrung. Ja, ich habe jetzt hier auch in diesem Bild versucht, so ein bisschen was Verzerrtes zu zeigen. Na, und von diesen Cognitive Bias, also von dieser Wahrnehmungsverzerrung, da habe ich vor ein paar Monaten angefangen, mich ein bisschen einzulesen, und das hat mich tatsächlich frustriert, weil es davon so unglaublich viele gibt. Weil es nicht nur, wir sehen den Gorilla nicht oder wir merken nicht, wenn der Zauberer uns der Illusionist uns die Armbanduhr vom Handgelenk stiehlt, sondern da gibt es noch eine ganze Reihe andere. Ich habe mal eine kleine Menge davon rausgepickt, die ich in meinem persönlichen Umfeld, Disclaimer, bei mir selber festgestellt habe, also bei Versuch einer Metaebene einzunehmen, habe ich bei mir selber einiges davon festgestellt. Die mich kennen, ne, sagen, ja, wusste ja schon immer, der ist komisch. Lass uns mit der Voreingenommenheit beginnen. Ne? Voreingenommenheit bedeutet, also dieser Confirmation Bias, wie der in der Literatur heißt, wir suchen nach Informationen, wir lassen Informationen in unser bewusstes Denken durch,
die Dinge bestätigen, die wir sowieso schon glauben oder wissen. Homöopathie. Ja, voreingenommene Personen, die Homöopathie für was Gutes halten, lassen genau solche Informationen in ihr Hirn akzeptieren, ja, nehmen sowas wahr, das ihre Thesen bestätigt, dass man durch Einnahme von Zuckerkügelchen wundersam gesund wird. Ich mache mich da gern drüber lächerlich, also Homöopathie ist definitiv nichts, was ich für cool halte. Aber der Confirmation Bias, der funktioniert natürlich auch in der Technik. Na, wenn ich eine bestimmte Technologie für super halte und habe mich da total drin verliebt und finde sie großartig, dann nehme ich tatsächlich mehr Argumente wahr, die meine Entscheidung bestätigen, und mein Unterbewusstsein hält Argumente zurück, die diese These vielleicht falsifizieren oder in Frage stellen würden. Ja, Voreingenommenheit habt ihr möglicherweise alle selber schon mal bei Leuten kennengelernt. Na, die gibt es wiederum dann in verschiedenen Detailausprägungen. Na, selektive Wahrnehmung ist eins davon. Na, ich will das Argument gar nicht hören, dass meine coole Technologie invalidiert, also übersehe ich den Gorilla. So weit geht selektive Wahrnehmung. Ich habe hier noch zwei Punkte mitgebracht, den sogenannten Semmelweis-Reflex, komischer Name, Semmelweis, und die Dissonanzreduktion. Ich fange mal mit dem Herrn Semmelweis an. Vor sehr langer Zeit gab es unglaublich hohe Todesraten bei Geburten. Also Neugeborene und ihre Mütter sind zu viel höheren Prozentzahlen, zu viel höheren auch absoluten Zahlen verstorben, als das heute der Fall ist. Dann hat ein Österreicher festgestellt, dass wenn sich die, damals waren das alles Männer, die Ärzte, wenn die sich die Hände ein bisschen waschen, dass dann die Todesrate, ne, also im Kindbett und der Mütter, krass sinkt. Also der Herr Semmelweis gilt als der Erfinder moderner Hygiene. Ne, Hände waschen, gute Idee. Diesen Herrn Semmelweis hat man jahrelang verteufelt, ignoriert, als Idioten gebrandmarkt, weil Voreingenommenheit in der Medizinbranche damals vorgeherrscht hat, sehr weit verbreitet war. Ob sie das heute noch ist, kann ich nicht beurteilen, aber man hat auch den Menschen nicht geglaubt, die lange Zeit behauptet haben, die Erde sei eine Kugel, weil die Lehrmeinung überall war, die Erde ist eine Scheibe. Na, dafür sind auch Leute hingerichtet worden. Na, Kirche sei Dank, na, mussten sie Gift trinken und schlimme Sachen. Na, reflexartige Ablehnung neuer Erkenntnis, die einer bisherigen Meinung widerspricht. Ich habe mich ja sowas von an Softwareprojekte erinnert gefühlt, an denen ich selbst beteiligt war. Ich hoffe, ich war nicht so schlimm voreingenommen. Na, aber kennt ihr den Begriff der heiligen Kuh in irgendeinem Softwareprojekt? Na, das darf man nicht anfassen, weil das findet irgendwie jemand aus dem Management oder sonst irgendjemand findet das cool und das ist so. Ja, da greift an dieser Stelle, behaupte ich, dieser Semmelweis-Reflex. Ja, da wird reflexartig was abgelehnt, was schon lange akzeptiert ist. Ist bestimmt nicht gut, aber ist halt akzeptiert. So. Auch da, na, vielleicht guckt ihr mal bei Wikipedia, da gibt es wirklich sehr nette Beispiele. Die nächste kognitive Voreingenommenheit ist die sogenannte Dissonanzreduktion. Eine Bekannte von mir, ja, eine Psychologin, hat das, weil ich das Dissonanzreduktion-Wort, ich brauchte einen Tag, um das gut aussprechen zu können, sie hat mir gesagt, naja, merkt ihr einfach schönreden. Ja. Menschen reduzieren irgendwelche Inkonsistenzen, indem sie sich halt was dazwischen schönreden. Ein schönes Beispiel, was ich auch in der Literatur gefunden habe, ist ein Autounfall. Ihr guckt nach vorne, hinter euch passiert ein Unfall. Na, ihr dreht euch rum, ja, dreht euch rum und guckt jetzt, was ist da hinten passiert. Na, und ihr seht, da sind zwei Autos ineinander gefahren. Vorher standen die noch heil. Ja, alles war gut, ja, das hast du noch irgendwie gesehen, jetzt hast du dich rumgedreht, jetzt sind die plötzlich kaputt. Und da ist irgend so eine zeitliche Lücke. Und das Gehirn kann mit so einer Lücke, also die eben nicht erklärbar ist, wo wir nichts wahrgenommen haben, ganz schlecht umgehen. Also versucht das Gehirn für sich selbst eine konsistente Story zu bilden.
Ja, also wir bilden uns ein, wir haben gesehen, auch der eine ist dem anderen reingefahren und nicht umgekehrt. Interessant ist, dass wir bei so einer Dissonanzreduktion, also ne, Dissonanz ist, vorher war mir das alles klar, ne, zwei Autos sind beide noch in Ordnung, nachher sind die nicht mehr in Ordnung und dazwischen weiß ich aber nicht, was passiert ist. Dieses "ich weiß aber nicht, was passiert ist", ist die Dissonanz. Und unser Hirn überlegt jetzt, wie kann ich diese Dissonanz ausgleichen? Ja, also wie kann ich, was ist das logische, die logische, für mich logische Folge von Ereignissen, die von dem einen zum anderen geführt hat? Sagt ihr, sowas würde ich doch nie tun. Na, also wenn mich jemand fragt, was ist denn da passiert, würde ich doch sagen, ja, habe ich nicht gesehen. Ja, ja, aber manchmal ist unser Hirn schon ein bisschen weiter und hat sich halt so eine Storyline ausgedacht. Na, so muss es gewesen sein, weil wir wollen ja diese Dissonanz reduzieren. Und spannenderweise können wir nach relativ kurzer Zeit schon nicht mehr unterscheiden, was ist das, was wir tatsächlich wahrgenommen haben und was ist der Teil, den unser Gehirn nur interpoliert hat. Na, was glauben wir, was passiert ist? Ein sehr schönes Beispiel davon, ich habe das YouTube dazu leider nicht mehr gefunden, ist ein Experiment, da hat man einen großen, breiten Mann in Lederjacke, finster dreinblickend, auf eine ältere, schwächliche, kleine, na, junge, kleine Dame zurennen sehen. Und irgendwie war ich intuitiv der Meinung, boah, der überfällt die. Ja, das ist ein Überfall und boah, das ist was für ein schlimmer Typ. Und das war halt auch so ein psychologisches Experiment. Ja, man hat kurze Zeit, also man hat dann ja, auch mich gefragt oder Leute gefragt, so, was glaubst du denn, was ist da so passiert? Und ja, mehrere Beteiligte haben eindeutig gesagt, ja, ja, ein versuchter Überfall und ja, war ganz klar, dieser Mann ist ein Bösewicht. So, full stop. Ja, wir zoomen das Video zurück, aber mit ein bisschen anderer Kameraperspektive sehen wir jetzt, dieser Mann läuft full speed auf diese Frau zu, wo ich gedacht habe, Überfall. Ja, ja, von oben herab fällt, ich weiß nicht mehr, ob ein Blumentopf, irgendetwas auf diese Frau zu und der Mann rettet durch seinen beherzten Sprint diese Frau vor dem fallenden Objekt. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe, nämlich der Mann ist böse, ist passiert. Der Mann ist nämlich ein Held, ne, und hat sich echt Mühe gegeben, diese Frau zu retten. Kognitive Dissonanz. Ne, mein Hirn hat halt gedacht, so, da ist jetzt ein böser Mann, ne, der macht irgendwas und hat sich da was eingebildet. Und nochmal, unser Hirn kann nach einer Zeit nicht mehr unterscheiden, was ist Interpolation, also Einbildung, und was ist wirklich Wahrnehmung gewesen? Ja, was habe ich gesehen? Führt übrigens in Gerichtsprozessen dazu, ja, dass Fehlurteile in hohem Maße auf falscher Erinnerung, interpolierter Erinnerung von ja, Zeuginnen oder Zeugen, auf solche falschen Erinnerungen zurückzuführen sind. Ja, auch das, ja, böse Sache, was wirklich Konsequenzen besitzt. Ja, also unser Hirn ist total gut darin, solche Lücken zu füllen, so Wahrnehmungslücken zu füllen. Wenn das nur irgendwelche Millisekunden sind, ja, ist das wahrscheinlich alles gut. Na, wenn das so ein bisschen längere Lücken sind, könnte das halt möglicherweise gefährlich sein. So. Der nächste Cognitive Bias, den ich ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass wir uns viel besser Geschichten merken können als Fakten. Geschichten, in denen echte Personen vorkommen, ne, wo uns in Farben und Geräuschen und so weiter, ne, wo wir den Eindruck bekommen, ah, na, so, da bin ich wirklich dabei. Ne, Geschichten glauben wir, können wir uns auch besser merken, glauben wir mehr als Fakten, als trockenen Fakten. Ne, die Globuli haben Tante Emma geholfen. Ja, diese Geschichte hat überhaupt keine statistische Relevanz. Wir wissen auch nicht, was Tante Erna noch getan hat, außer Globuli nehmen. Na, vielleicht hat sie begonnen, Sport zu machen, sich zu bewegen, gesund zu ernähren. Ja, sonst viele Sachen passiert. Aber
im Kopf bleiben dann oft so Geschichten, na, so Szenen erhalten, aus denen wir dann Rückschlüsse ableiten, die aber realistisch oder faktisch gar nicht gültig sind. Na, also wir erfinden sozusagen, unser Gehirn erfindet Kausalitäten, die gar nicht da sind, weil wir halt als Menschen so gerne Geschichten mögen, einzelne Szenen mögen. Ja. Auch ein bisschen gefährlich. Ich erzähle einfach mal weiter bei diesen Cognitive Biases. Es gibt da übrigens noch viel mehr von als die, die ich heute schaffe. Dunning-Kruger. Zwei Psychologen haben Menschen befragt nach ihrer eigenen Einschätzung, ihrer eigenen Fähigkeiten. Also nicht der von Dunning-Kruger, sondern ne, Menschen sollten das selber einschätzen. Und tendenziell haben sie festgestellt, statistisch relevant, also sie haben sehr viele Leute befragt, nicht nur zwei, ne, sehr viele. Statistisch schätzen sich Leute immer besser ein, als sie sind. Und je weniger Leute in irgendeinem Sachgebiet wissen, desto größer ist die Diskrepanz. Ja, also ich habe so ein ganz klein bisschen kochen gelernt und schon glaube ich, boah, ich kann das super. Nicht ich persönlich. Ne? Ich glaube, ich bin anfällig. Aber jetzt könnt ihr sagen, nee, das wird mir nicht passieren. Das kann man sogar numerisch machen. Ne? Es gibt halt Sachgebiete, da kann man Fähigkeiten numerisch bewerten. Ja, also man kann wirklich quantitativ analysieren, wie gut manche Leute Dinge können. Schachspielerinnen und Schachspieler. Da gibt es seit Jahren ein bewährtes metrisches Verfahren, um Spielstärke einzuschätzen. Sogenannte ELO-Ranking. Die ELO-Zahl. Ich weiß, habe das nicht recherchiert, was ELO bedeutet, aber das ist... Na, also da gibt es so eine bestimmte Marke, etwas über 2000, dann ist man Großmeister und unter 2000 ist man eben nicht so gut. Und ja, ich glaube, Anfänger beginnen halt bei ganz wenigen 100. Ja, und wenn du gegen stärkere Elo-Spieler spielst, dann wird halt numerisch dein Wert entsprechend den Spielergebnissen angepasst. Und über viele Spiele stabilisiert sich dieser Elo-Wert. Und die Schachbranche hält das für eine faire und gute, realistische Bewertung. Jetzt ist man Schachspielerinnen und Schachspieler befragt, wie zufrieden sie mit ihrem Elo-Wert sind. Und auch das statistisch relevant, haben viele Schachspielerinnen und Schachspieler gesagt, eigentlich bin ich ja besser. Naja, also ich habe zwar so einen und der ist auch korrekt berechnet, aber eigentlich bin ich besser. Kann ja sein. Ja, kann ja sein, dass du hast ausgesetzt oder ja, warst krank oder ja, so. Kann sein, dass du ganz viel ne, trainiert hast und erst mit einer gewissen Hysterese deinen Elo-Wert jetzt dich deinen neuen Spielstärken aneignet. Aber diese Psychologen waren natürlich auch schlau und haben gesagt, ja, na, wir befragen jetzt die Schachspieler und dann gucken wir mal ein Jahr bzw. 5 Jahre später nach, wie sich das so entwickelt hat. Und Pustekuchen. Na, die sich halt viel stärker eingeschätzt haben, sind nämlich nicht in gleichem Maße auch in ihrem Elo-Ranking gestiegen. Nein, ist nicht passiert. Na, das heißt, auch bei Schachspielerinnen oder Schachspielern, ich meine, so strohdoof kann man nicht sein, wenn man Schach spielt, also erfolgreich auf Großmeister-Level und diese Level sind halt diejenigen, die man befragt hat, na, die sich selber besser einschätzen als ihre Metrik. Ah, Dunning-Kruger, Overconfidence. Ja, nein, damit will ich euch gar nicht persönlich angreifen und euch persönlich vorwerfen, ihr wäret zu positiv euren eigenen Fähigkeiten. Aber dieses Dunning-Kruger, das ist mir unter einem anderen Namen begegnet, nämlich dem Peter-Prinzip. Ja, Lawrence Peter hat ein Buch darüber geschrieben, Der Weg zur Inkompetenz. Ja, the Peter Principle, der in ganz kurzer Form sagt, ja, Menschen werden in einer Organisation so lange befördert, bis sie ein Level der Inkompetenz erreicht haben. Also bis zu einem Level, wo sie wirklich inkompetent sind. Irgendwie glaube ich, das hat was mit diesem Dunning-Kruger-Effekt zu tun, also mit dieser Wahrnehmung, ja, ja, die nächste Stufe schaffe ich schon noch, ich bin ja cool. Naja, also lasse ich mich nochmal befördern und akzeptiere diese Beförderung auch, aber... hättest du vielleicht besser nicht gemacht. Die Menschen, die ich jetzt im Kopf habe und meine, die sind nicht
unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich habe ein paar im Kopf, wo ich sage, das ist das eingetretene Peter-Prinzip. Ich bin sicher, ihr kennt da auch welche von. Wir sind aber immer noch mit so Cognitive Biases, mit Wahrnehmungsverzerrungen und irrationalen Entscheidungen nicht fertig. Denn es gibt so eine ganz seltsame Präferenz der ersten Option. Und das ist die Stelle, wo ich auf den Titel des Vortrags Der Tiger kommt, zurückkommen möchte. Nämlich über lange Zeit war das eine gute Idee, dass wenn wir eine Lösungsoption sehen, die uns auch nur halbwegs plausibel erscheint, wir auf diesen Baum rennen. Das sichert unser Überleben. Wenn wir nämlich stehen bleiben und erstmal ausdiskutieren, dieser Baum, jener Baum oder springe ich in den Fluss, bis dahin ist der Tiger da gewesen und hat die Menschen, die so lange überlegt haben, leider gefressen. Also die können wir jetzt nicht mehr fragen. Die die erste Option gewählt haben und sind auf den naheliegenden Baum gelaufen, die haben sich vielleicht an den Stacheln geschnitten und es ist sonst irgendwie doof gewesen, aber sie haben zumindest überlebt. Irgendwie hat der Mensch, haben Menschen, eine ganz komische Tendenz, diese erste dargestellte Option, nochmal, die so halbwegs Erfolgswahrscheinlichkeit verspricht, höher zu präferieren, höher zu priorisieren als folgende Option. Daraus kann man natürlich einen super Tipp ableiten. Wenn du dich durchsetzen möchtest, dann red einfach zuerst. Du musst ja nur eine halbwegs plausible Lösung haben, aber die hat dann so eine Art Vorschusslorbeeren automatisch bekommen. Im Rückschluss ist es bestimmt eine gute Idee, nicht immer das zu machen, was jemand zuerst gesagt hat, sondern mal ganz neutral vielleicht zwei Lösungen gleichzeitig irgendwo zu präsentieren und zu sagen, Leute, hier sind zwei Lösungen, welche davon wollen wir denn umsetzen? Was wollen wir denn tun? Das könnte noch viel, viel weiter gehen. Ich habe hier 50 Cognitive Biases als eine schöne Übersichtsgrafik gefunden. Bei Wikipedia gibt es noch deutlich mehr. Keine Sorge, ich spare mir jetzt das noch weitere aufzuführen. Als ich soweit gelesen hatte oder die alle gelesen hat, war ich tatsächlich ordentlich frustriert. Meine Familie hat gemeint, ich würde ja nur noch immer über die Schlechtheit der Menschheit beim Mittagstisch reden. Das ist so. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja, warum ist denn das überhaupt so? Wir können eigentlich stolz auf unser Gehirn sein, wir haben wirklich viel geschafft. Ja, wir haben auch einiges geschafft. Aber übrig geblieben aus unserer Evolution sind halt ein paar Dinge, die uns an so ganz rationalen, rein rationalen Entscheidungen hindern. Ich bin kein Neurowissenschaftler. Ich habe nicht Gehirn studiert, sondern bin Zugereister in dieser Disziplin, die mich sehr fasziniert. Ein paar Sachen habe ich aufgeschnappt, die ich versuchen möchte, euch in Kurzform wiederzugeben. Das eine ist nämlich, dass unser Gehirn energiehungrig ist. Es ist so ein großer Fettklumpen, also wirklich Fettklumpen im Kopf. Männer- und Frauengehirne wiegen ein bisschen unterschiedlich viel, sind aber exakt gleich leistungsfähig. Die brauchen ungefähr 500 Kilokalorien am Tag an Energie. Jetzt ist das heute überhaupt gar kein Problem. Gehst in den Supermarkt und kaufst dir einfach deine Kalorien. Aber in der Evolution war halt diese Energie so ein bisschen knapp. Und weil die halt knapp war, hat unser Gehirn unseren Körper und überhaupt alles ganz lange Zeit auf Energieeffizienz optimiert. Also dass wir, wann immer es geht, den Energiebedarf des Gehirns runterfahren, weil das Gehirn hat Möglichkeiten zu sparen. Also dass wir halt bei dieser Energiebilanz sehr vorsichtig sind. Und diese Millionen Jahre Evolution, die können wir nicht einfach abstellen. Da müssen wir einen Schalter umlegen und sagen, komm, wir haben ja genug Energie im Moment durch Nahrung. Wir könnten ja eigentlich die ganze Zeit Gehirn im Turbomodus laufen lassen. Das geht leider heute noch nicht so. Also da sind wir noch daran gebunden, dass das Hirn da sehr sparsam umgeht. Und
Ja, die Evolution hat unser Hirn halt auf zwei Dinge priorisiert, nämlich Überleben, und zwar kurzfristig Überleben, es ist ein Tigerüberleben. Naja, deswegen erste Option, Baum rauf, fertig. Ja, nicht weiter nachdenken. Hey, der Baum ist dünn, der hat Stacheln, na, da wachsen nur giftige Pflanzen drauf, das war im Grunde eine Scheißidee. Na, der Tiger wartet einfach ein bisschen, bis der umkippt und wir sind trotzdem tot, aber kurzfristig erste Option, Überleben. Die zweite Priorität heißt Reproduktion. Software entwickeln kommt in dieser Liste nicht vor. Nein, 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 wir sind nicht darauf optimiert, ganz rationale Entscheidungen in der Softwareentwicklung zu treffen. Wir müssen einfach mit diesem Überleben reproduzieren und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Da müssen wir erstmal mit leben. So, wie geht denn das mit dieser komischen Priorisierung? Jetzt hole ich wieder ganz klein bisschen aus zu einem sehr schlauen Menschen, David Kahneman oder Kahneman. Der hat, boah, was hat der Preise gewonnen und bekommen? Na, der ist vielleicht wissenschaftlich schlau. Der lebt noch, ne? Also, gibt es immer noch. Na, für seine Forschung einen Lifetime Award bekommen, ein Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. Also in Economic Sciences gibt es keinen echten Nobelpreis, sondern einen Nobel Memorial Prize. Der wird in der Wissenschaftscommunity einem Nobelpreis quasi gleichgesetzt, wird übrigens auch über das gleiche Gremium, dem gleichen Modus operandi vergeben und, und. Warum erzähle ich was über David Kahneman? Um zu sagen, der Mann ist schlau und er hat echt was geleistet und seinen Nobelpreis hat er für eine Theorie oder eine Erkenntnis gewonnen, die er in einem Buch Thinking Fast, Thinking Slow zusammengefasst hat. Und ganz kurz gesagt, beschreibt er in diesem Buch, dass das Hirn in zwei Modi arbeitet. Thinking Fast und Thinking Slow. Thinking Fast, die sogenannte Intuition, ja, wenn ihr diese 3x3-Frage seht, ihr braucht nicht rechnen, ihr braucht nicht nachdenken, ihr wisst die Antwort. Das ist ein erzogener, angelernter Reflex. Na, ich kann sofort die Antwort geben. Das hat Grenzen. Ich kann nicht beliebig Rechenaufgaben intuitiv lösen. Ja, manche Leute können mehr Aufgaben lösen als andere, aber intuitiv, ja, Dinge zu erledigen, ja, wo wir gar nicht mehr bewusst drüber nachdenken müssen, ist was, was Kahneman als System 1 bezeichnet. Intuitive Lösung von Aufgaben. Ich komme jetzt zurück auf diese Energieeffizienz. Ja, für intuitive Aufgaben braucht unser Gehirn wenig Energie. Weil unsere, also das Hirn ist nicht wie eine CPU organisiert, aber ne, nehmen wir mal das als Analogie. Also die CPU im Hirn braucht nämlich richtig viel Energie. Das sogenannte System 2. Also wenn ich euch frage, sag mal, was wäre ein super Geburtstagsgeschenk für eure Liebsten? Kinder, Männer, Frauen, ne, was auch immer. Ne, da muss ich schon überlegen. Das fällt mir nicht so unbedingt intuitiv ein. Vielleicht fällt mir intuitiv was ein, aber ich reflektiere mal. Ne, hat sie ja schon, hat er ja schon, ist zu teuer oder. Ne, also da muss ich drüber nachdenken. Und unser Hirn versucht, dieses Nachdenken zu vermeiden. Wie die Vampire den Knoblauch. Wegen Energiesparen, Energieeffizienz. Ne, super. Was hat das bitte mit der Softwareentwicklung zu tun? In der Softwareentwicklung optimiert unser Gehirn auch auf Energieeffizienz und lässt uns manche Dinge zu intuitiv machen, entscheiden. Also ein kleiner Takeaway aus diesem ganzen, ne, Cognitive Bias, Entscheidungen, Irrationalität und so weiter ist, ha, das liegt halt an Eigenschaften des Hirns, die sind da, die können wir nicht wegoptimieren, aber wir können versuchen, diese Gehirnbugs, na, das sind ja über lange Zeit Features gewesen, auszutricksen. Und dieses Austricksen, na, das könnte darin bestehen, dass wir zum Beispiel ganz explizit zu einem Vorschlag einen zweiten Vorschlag erarbeiten, dass wir nicht nur die Vorteile dieser
eine Lösung diskutieren, sondern ganz bewusst auch, was spricht denn bitte dagegen? Na, lass uns doch mal Gegenargumente suchen. Ganz bewusst. Also stellt die Frage nach Gegenargumenten. Keine Garantie, dass es funktioniert, aber eine Möglichkeit, dieses Cognitive Bias so ein bisschen auszutricksen. Mir selber in Architekturprojekten, Entwicklungsprojekten ist das so im Nachhinein oft aufgefallen, dass wir zu wenig Alternativen diskutiert haben, uns zu früh auf eine Lösung eingeschossen. Heute mit meiner Erfahrung und insbesondere diesem Wissen, Lösung 1 wird unbewusst priorisiert, ganz bewusst zwei Lösungen vorstellen, zwei Lösungen diskutieren, nicht nur eine. Dauert vielleicht manchmal was länger. Ich glaube, dass das Ergebnis aber auch besser ist. Eine dritte Möglichkeit, dieses selektive Wahrnehmen, dieses zu schnell falsche Prioritäten setzen auszutricksen, ist es, wichtige Themen überhaupt mal in den Fokus zu rücken. Also hätte ich euch zu Beginn gesagt, als dieses Gorilla-Video lief, ach übrigens, Gorillas sind total interessante Tiere. Hättet ihr alle den Gorilla gesehen? Also wenn ich, bevor wir eine Entscheidung treffen, wichtige Dinge nochmal benenne, werden wir auch dran denken. Werden wir wahrscheinlicher dran denken. Dieses wichtige Dinge fokussieren, das ist beispielsweise im Domain-Driven Design, also dieser Entwurfsmethodik, die seit ein paar Jahren in sehr vieler Leute Munde ist und auch zum Glück praktiziert wird. Das ist schon was länger bekannte Herangehensweise. Da wird halt der Fokus ganz bewusst auf Fachlichkeit, auf Domäne gelegt. Wir können das auch aus einer etwas anderen Perspektive sehen. Quality-Driven Architecture, genauso eine Idee. Wir fokussieren auf Qualitätseigenschaften, wir diskutieren über Qualitätsanforderungen und allein dadurch, dass wir darüber mal explizit diskutieren, also dass es nicht einfach so implizit bleibt, werden wir diese Dinge in unser Bewusstsein reinlassen. Also dieser Wahrnehmungsfilter im Thalamus, der wird so ein bisschen justiert. Und wenn wir halt mal explizit darüber geredet haben, dass eine bestimmte Flexibilität, Wartbarkeit, Security etc. für uns wichtig sind, dann können wir das auch ein bisschen leichter erreichen. Das ist natürlich, wie gesagt, keine Garantie. So, dieses Quality-Driven, ich verlinke mal einen Blogpost dazu. Das steht so noch gar nicht in der Literatur. Kleiner Disclaimer, das Buch dazu ist so 80% fertig. Ihr wisst, wie das mit 80% ist. Aber dieses Jahr wird das was. Und damit bin ich auch am Ende dessen angekommen, was ich heute mit euch über Tiger, Weglaufen und Wahrnehmung so mal ansprechen wollte. Ich bin wirklich ein bisschen frustriert gewesen in der letzten Zeit über die Leistungsfähigkeit meines eigenen Hirns oder unseres Hirns. Ich habe hier ein paar der Bücher aufgeführt, die ich dazu gelesen habe. The Invisible Gorilla ist eine wirklich augenöffnende Lektüre gewesen. Die hat mich tatsächlich frustriert, aber auch sehr begeistert. Kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr mit Gruppen von Menschen zu tun habt, wenn ihr Diskussionen moderiert, wenn ihr Entscheidungen herbeiführen müsst, kann ich mir gut vorstellen, dass euch das ein Stückchen weiterhilft. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich jetzt auf Fragen und ein bisschen Diskussion.